So, willkommen zum fünften Part von StarCraft 2. Jetzt machen wir die Mission von Agria und dann wollen wir mal abspielen. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die zerrt überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. Ja, wir sind nun mal die Helden, nicht wahr? Also helfen Empfang, wir. Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Also diese Mission ist recht einfach, aber ich finde, wie sie gemacht ist, also die Leute bei StarCraft 2, die die Kampagne gemacht haben, die haben sich richtig viel Mühe gegeben und haben eine richtig tolle Mission gemacht, finde ich. Hier ist es halt so, dass von unserer Basis dann immer so ein Konvoi losgeht, den wir beschützen müssen, zu diesem Raumhafen. Und das finde ich ehrlich gesagt krass geil gemacht, ja. Muss ich echt sagen. Es ist eine schöne Mission, ehrlich gesagt. So, Feuerfresser habe ich halt bei StarCraft 1 immer gesagt. Wir haben uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Also Feuerfresser sind Unsere mies gut gegen Verbündeten werden Zerglinge. angegriffen. Also jetzt ist es so, dass der Feuerfresser Feuer war. Kaum noch erwarten. Vorher war der Feuerfresser sozusagen in etwa wie der Marine. Ist hier nochmal was? Jawohl. Haha. Im Endeffekt war der Feuerfresser vorher so stark wie ein Marine von der Panzerung. Jetzt hat er halt doppelt so viel Leben und ist halt in einem viel krasseren Anzug. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Jawohl. So, ich habe das jetzt hier für Feuerfresser, aber brauche ich ehrlich gesagt nicht, ja. Also ich gehe hier immer auf Marines und Medics und damit fährt man immer ganz, 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 ganz toll. Das einzige Blöde ist, dass ich halt kein Simpack habe, aber. Gut, man kann halt nicht alles gleich mal haben, ne? Also das Tech-Labor brauche ich halt in dem Fall echt nicht, weil ich will halt nicht Feuerfresser bauen. Später gibt's dann hier halt auch. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. So. Sonst haben sie keine Chance, diesen Und das ist halt der Weg hier, ne? Zu verlassen. Das ist der Raumhafen. Der erste Konvoi wird demnächst Lark's Crossing verlassen. Und dann seht ihr, dass sich jetzt hier so ein Auto sammelt. Das ist hier rausgekommen, glaube ich. Und dann steigen hier halt so Typen ein und die müssen wir dann sozusagen losschicken. Also ihr seht jetzt, wie sich das hier sammelt, ne? Und wie die jetzt hier alle einsteigen und dann losgeladen und entsichert. Benötige weitere Depots. Dann jetzt halt los, ja. Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Ja. Die Liga brauchen hat sie wir in aber dem nicht. Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Los geht's! So, und dann ist es halt so, dass wir das hier beschützen müssen immer, ja? Wir haben jetzt hier auch Schild. Also, man sieht hier auch, kann ich ranzoomen gerade? Man sieht hier auch, dass er so ein Schild hat und das haben meine Marines hier nicht, ne? Deswegen, er hat 15 Lebenspunkte mehr und das ist halt dann auch ein Upgrade, was wir sozusagen dann am Ende haben. So. So, jetzt am Anfang kommen ja noch keine Einheiten, aber dann gleich schon. Also bei der nächsten Welle oder der übernächsten. Oder bei der nächsten geht's halt los. Aber jetzt am Anfang ist hier halt noch nichts sozusagen. Also jetzt nur, um zu verstehen, was hier überhaupt los ist. So. Nicht genügend Mineralien. Worauf soll ich ballern, Sir? So, dann gibt's hier. Okay. Sicher. Dann gibt's hier gleich auch so eine Dinger, die wir einsammeln müssen. So eine Gene sozusagen. So eine DNS von, Bereit machen, Jungs!
von den Zerg. Und das ist genau das, was wir bei der Forschung brauchen, bei dem Wissenschaftler, den wir gesehen haben. Steadman heißt er, glaube ich. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja. Und das ist, glaube ich, genau hier. Genau, Zerg-Kokon. Aber sicher. Und Steadman sagt, also dann wird es sozusagen so einrichten, dass wir immer gleich Bescheid kriegen, wenn sowas irgendwie gefunden wird. Aber das kommt dann jetzt noch nicht. Eigenerschreckt! Worauf soll ich kommen? So, und dann gehen die halt hier alle los, dann fliegt das Raumschiff los und wir haben es halt geschafft, ne? Sicher. Kann's kaum noch erwarten. So, eigentlich will ich jetzt gar nicht speichern, weil ich nicht sicher bin, ob ich das jetzt überhaupt muss, aber warte mal, ich gehe jetzt aber doch hier hin. So. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen? Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. So, und wir werden natürlich. Wir werden natürlich dann jetzt das mit mobilen Truppen machen, so. Durchgeladen und entsichert. Positiv. Und hier ist dann der zweite, genau. Freu mich schon drauf. Der dritte ist dann, glaube ich, hier, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich kümmere mich drum. Da habe ich den jetzt nicht eingesammelt. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Und wie ihr jetzt seht, halt, geht es hier halt immer weiter, ne? Mit dem. So. So, ich brauche mehr Medics tatsächlich hier, weil ich habe nur 3 oder so, ne? Ja. Ich habe hier einen ganz krassen Männerüberschuss. So. Aber sicher! Naja, ich bin schon dran. So. Auf dem Raumhafen! Los, Bewegung! So, und jetzt geht's hier wieder weiter, so. Benötige weitere Depots. So, jetzt habe ich hier 5 Max. So, und jetzt geht's halt los, dass die hier angreifen, ne? So, die holen wir uns halt gleich als nächstes ab. Warum nicht? So, jetzt geht's hier halt los, dass die von hier kommen, ja? Eigentlich muss ich auch immer hier wirklich dabei sein. Also je schwerer der Schwierigkeitsgrad ist, ich glaube sogar beim letzten Mal habe ich schwer gemacht. Ist es halt auch so, dass so Nydos-Würmer kommen können, glaube ich, und so. Und so eine Kapseln. Also das sind dann so eine Weltraumkapseln. Das haben wir bei Masara bei der Missionsbeschreibung gesehen, dass das sozusagen landet und dann sind da halt Zerg drin. So eine Raumkapsel, die halt organisch ist, ne? Ich kümmere mich drum. So, aber bis hierhin ist alles halt Putti, ne? Und ich denke halt, in der Mission braucht man halt nur Marines und Medics in Wirklichkeit, ja? Also Feuerfresser ist halt nett, aber wenn man eine gewisse Menge an Marines hat, dann kommen die Zerglänge da auch nicht mehr ran. Also von da aus so, ja. Okay, so, dann gehen wir jetzt hier diesen Weg lang. Oh, ist ja völlig aufgepasst. So. In Ordnung! Oh, halt. Erweiterung fertiggestellt. Abmarsch bereit! Jawohl! So, jetzt habe ich dann alles. So, sehr schön. Ich kümmere mich drum. Und dann sind alles 5er Schritte sozusagen. Also jetzt habe ich halt ein paar Punkte. Und wenn ich so 5 Punkte habe, dann habe ich die nächste Stufe erreicht, wo ich eine Einheit oder ein Gebäude bekomme, das halt irgendwie mit der Zergforschung zu tun hat. Ich glaube, das erste, was ich kriege, sind Abwehrtürme oder so, dass das so eine Flammentürme sind. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher. So. Los. Ich brauche wieder mehr Versorgungsdepots hier. Darf sonst noch was sein? Juhu.
Commander, ein weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Jawohl. Also auf jeden Fall haben wir hier einen miesen Arsch voll Einheiten. Hier ist es auch so, bei StarCraft, wenn ich jetzt Tabulator drücke, also ich habe jetzt hier die Marines drin, ne? Achso, ich bin, glaube ich, hier drüber, ne? Dann sehe ich die Marines, wenn ich Tab drücke, bin ich bei Vollfresser Tab. Also mit Tab kann ich meine Einheitentypen sozusagen hier durchgehen, ja? Und das ist halt auch so eine... Also die Steuerung bei StarCraft 2 hat sich wirklich richtig cool verbessert und das finde ich richtig, richtig toll an StarCraft 2. Also das haben die wirklich gut gemacht. Also wirklich so schlimm wie StarCraft, wie Blizzard jetzt ist, so toll war StarCraft 2 noch, ja? Lasst uns hier nicht zurück! Nein, wir lassen dich auf gar keinen Fall zurück, so. Was liegt an? Nur zu! Ach, ich habe aber gar keine Upgrades gemacht, ne? Merk ich gerade. Also ich habe hier keine Engineering Bay gebaut. Ja, nur zu. Warten. Durchgelassen und entsichert. So, jetzt hier schnell vorlaufen. So. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Ja, wir umringen dich hier. Manchmal hatte ich, früher habe ich dann zwei Staffeln gehabt, also eine vorne, eine hinten. Worauf soll ich warten? Abmarsch bereit. Weil ihr seht ja hier, ne? Ich freue mich schon drauf. So, 1, 2, 3. Durchgeladen und kommt noch was? Sicher. Kann's kaum noch erwarten. Los, kommt noch so, was? So, ihr seid jetzt vorne, ihr seid nach. Ja? Abmarsch bereit. Geht drauf. Weil jetzt habe ich auch gesehen, es kam mir halt irgendwas von hinten, ne? Und das wollen wir ja nicht. La. So, und dann wieder zurück. Bereit machen, Jungs! Weil ich halt auch wieder ein paar Medics brauche. Nicht genügend Mineralien. Also im Endeffekt ist es jetzt hier schon durch. Also hier, ne, jetzt kommt hier noch der Konvoi und dann haben wir es. Ne, weil ihr seht hier, ne, warte mal, ein Schiff fehlt noch, oder? Oder startet er nicht? Ach, er fährt zweimal, oder was? Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Kann's kaum noch erwarten. So, jetzt kommen nämlich halt genau diese Dinger mit, dass man diese Kapseln, dass diese Landekapseln kommen. Ja, das ist jetzt genau das Ding, was wir gleich sehen werden. So, das hier habe ich leider verpeilt. Was sozusagen jetzt nicht wichtig ist, weil wir hier eh auf normal spielen, ja, aber in schwer oder brutal Upgrades können, machen krasse Unterschiede. Geleitschutz, Commander. Kann's kaum noch erwarten. Also macht wirklich mies Unterschiede so. Weil gerade gegen Zerklinge oder so, die halt wenig Lebenspunkte, wenig Rüstung haben und so. Ist das halt ein super, super entscheidendes Ding auf jeden Fall. Also kann mega eine Entscheidung bringen. Ja, weil dadurch, dass er dann einen Schaden weniger macht sozusagen, wenn ich Rüstung habe, kann der Medic das vielleicht heilen, bla 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 bla, ja. Aufgetankt. Wen soll ich grillen? Hier komm ich! Wen soll ich einheiten? Bitte nennen Sie die Einbereitschaft. Bereit machen, Jungs! Alle da, es kann losgehen. So, okay. Kann's kaum noch erwarten. So, zack. Los. Was nicht passt, wird passend gemacht. Von mir? Boah, Eigenerschreck. Jetzt geht's schon. So. Jetzt kommt ihr schon. Overlord Speed. So, er ist, bleibt jetzt dahinter. So, das sind diese Landekapseln, die ich genau gemeint habe, ne? Genau das hier. Roger.
So, hier läuft schon sicher rum und so. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. Ja, ja. Bereit machen, Jungs. Kann's kaum noch. Abmachen. Kommt noch. Worauf? Kann's kaum noch. Abmachen. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Da ist so viel. Durchgeführt. Nee. Kommt noch was? Also, wir haben hier einfach so einen Arsch voll Einheiten, ne? Bereit machen, Jungs. Halt, aber ich will nicht, dass hier vorgeht. Kommt noch was? Bereit machen, Jungs. Losgeladen. Ja. Wir beschützen euch hier. Worauf soll ich ballern? Abmarsch bereit. Kommt noch was? Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann haben wir noch zweimal was. Wobei das hier sollten 10 sein. Sieht man ja, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aber wenn ich es richtig sehe, dann haben wir jetzt halt noch eine Lieferung sozusagen. So, das hier mit den Upgrades habe ich halt zu spät gemacht, aber es ist nicht wirklich wichtig gewesen jetzt. So, dann hebt das Ding hier ab, ne? Und weg damit. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Bereit machen, Jungs! Es kommen halt hier Nydos, Worauf soll ich ballern, Sir? Durchgeladen und entsichert. Kommt noch. Bereit machen, Jungs! Wird gemacht. Vergessen vielleicht. Sicher. Abmarsch bereit. Jawohl. So. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Jawohl. Worauf soll ich... Abmarsch bereit. Gut. Achso, ah, ich hab voll schon wieder M drücken für Marines, aber... Kannst kaum noch erwarten. Hier komm ich. Was ich auch übertrieben hier liebe an StarCraft 2. Guck mal, wie er sich hier durch die Leute durchschiebt, ne? Bei StarCraft 1 war das komplett unmöglich, ne? Also wirklich, das finde ich mega geil, dass der sich so den Weg bahnt und wirklich durchläuft. Ein Dragoner wäre jetzt so und hier lang gelaufen und bla und wäre nicht klargekommen. Aber ihn kann ich hier wirklich... Alle gehen so aus dem Weg. Warte mal, wenn ich jetzt hier mal kurz halten drücke, Position halten... Okay, nur wenn ich Position halten drücke, nicht. Ich schätze, wir werden es herausfinden. Ja, wenn die, dann halten sie wirklich die Formation. Aber. Wen soll ich einreizen? Worauf soll ich ballern? Abmarsch bereit. So, also ist auf jeden Fall ein Arsch voll Marines, was wir haben, ne? Aber sicher. So, und jetzt müsste hier halt irgendwie so ein Nydos-Wurm irgendwie kommen. Das haben wir halt auf Masara auch schon gesehen in der dritten Mission. So eine Dinger, so eine Schlange. Kommt noch was? Ja, ich hab ihn gehört, da, genau. Abmarsch bereit. Bereit machen, Jungs, komm ich. So, kommt dich hier lasse ich mal hinten, ja. Meine 1 geht vor, meine 2 geht hinten lang. Noch was? Durchgeladen und bereit machen, Jungs. Also, dass das hier halt richtig in meinem Deathball drin ist, ne? Durchgeladen und entsichert. Worauf soll ich das kaum noch erwarten? Worauf soll ich ballern, Sir? Na, jetzt ist. Durchgeladen. Wollte ich hier schon weiter reingehen? Boah. Kommt noch. Durchgeladen und so, hier haben wir wieder so ein Ding. Worauf soll ich ballern, Sir? Bereit machen. Also wir haben halt einfach viel zu hart viele Einheiten, ne? Abmarsch bereit. Und Marines und Medics sind halt echt gut gegen Zerg. Also es ist halt echt krass gut. So, und das war's jetzt, weil das hier ist es und dann düst er hier auch ab. Und dann, ne, können wir uns eine Armee zusammenstellen, hat Rainer gesagt, wenn wir Geld verdienen. Und wenn wir die hier Truppen einfach mitnehmen können, dann ist es schon ganz schön, kann man schon eine Menge Zerg mit kaputt machen. Und er erzählt halt auch immer mit, ne, dieses Ding. So. Das waren die letzten. Los, abheben. Jawohl. Wir haben die Kolonie verloren.
Aber dank Ihnen sind wenigstens meine Leute noch am Leben, Commander. Jo, sehr schön. Haben wir die Leute gerettet. Vor den Zerg. Die jetzt halt wieder alles kaputt machen, ne? Okay, gut. Gut, dann war's das mit dem Part. Der nächste Part ist dann halt wieder dieses Zwischenmissionen-Gequatsche. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann halt im nächsten Part, ne?